Aufwärmen der Eisbären Regensburg vor dem Spiel auswärts in Dresden. Und die Eisbären sind ein bisschen krankheitsgebeutelt. Andrew Schembri nicht dabei, Juma Grimm nicht dabei, Peter Heider nicht dabei, Konsti Ontl nicht dabei. Das wird heute eine ganz schwere Aufgabe hier in Dresden, wo Familientag ist, wo ganz, ganz viele Fans erwartet werden. Am vergangenen Freitag beide Teams mit einer Niederlage. Jetzt schauen wir mal, was die Eisbären heute hier in Dresden schaffen. In der letzten Saison gab es zwei Niederlagen. An Spannung nicht mehr zu überbieten, diese Partie in der Schlussphase, noch 32 Sekunden und der nächste Angriff der Eislöwen rollt 4:2 für Regensburg hier in Dresden. Es wäre eine Sensation, wenn man hier gewinnen würde. Regensburg kämpft in den letzten Sekunden, man wirft sich in die Schlagschüsse hinein, 4:2 für Regensburg. Seit Minuten Dresden schon ohne Torhüter. Man spielt jetzt wieder in Überzahl. Zweite Überzahlsituation hintereinander. Und jetzt bringt man die Scheibe raus. Man kann kein Empty-Net-Goal mehr erzielen, aber man wird auch keinen Treffer mehr kassieren. Denn die Partie ist zu Ende. 4:2 Erfolg für Regensburg in Dresden. 0:1 zurück, dann der Ausgleichstreffer durch Jakob Weber. Dann gehen die Eisbären, deren Fans jetzt riesig feiern, mit 2:1 in Führung durch Cory Trivino. 3:1 Girdakis und dann 4:1 in Überzahl Andrew Jogan. Dann noch der Gegentreffer. Dresden versucht noch einmal alles, aber die Regensburger schmeißen sich in jeden Schuss hinein, gestützt auf einen tollen Tom McCallan. Holt man hier 3 ganz wichtige Punkte in Dresden seit 2007. Der erste Erfolg hier wieder in Dresden. Großartige Leistung der Eisbären. Max Kaltenhauser, Regensburg stark, krankheitsgeschwächt, ersatzgeschwächt mit einer riesen kämpferischen Leistung und 3 Punkten. Ja, ich bin natürlich froh und auch wirklich stolz auf die Jungs. Wir haben, wie gesagt, eine kleine Krankheitswelle, die haben wir am Freitag schon gehabt. Jetzt haben sie notmal 3 Leute abgemeldet und ich bin mir relativ sicher, dass das nicht die letzten bleiben werden jetzt. Wir haben alles rausgeholt, plus 3 Reihen gehabt halt. Super zusammengehalten, die Jungs haben super umgesetzt, was wir machen wollten und ja, deshalb haben wir verdient gewonnen. Im zweiten Drittel eine wahnsinnige Druckphase der Dresdner und wir schießen 2 Tore, das war irgendwie Wahnsinn. Ja, wobei, das stimmt, aber wir wollten sie von unserem Tor weghalten, wir wollten gut in die Schussbahnen sein und ich meine, die kennen außenrum, kennen die Kreiseln fürs Fernsehen 300 Mal, aber wenn nicht so viel kurz zum Tor kommt und wir wollten, dass der Tom die Scheibe sieht, der wieder super Leistung gebracht hat, der hat alle Scheiben oder die meisten Scheiben gesehen und die zweiten Scheiben wollten wir haben und deshalb war das optisch natürlich ein Übergewicht, aber so wahnsinnig gefährlich, wie es ausgestattet war, dann gar nicht. Ohne einen Spieler herauszuheben, weil das wäre ungerecht, aber McCallum war natürlich schon eine Bank. Ja, aber das habe ich immer gesagt. Ich meine, dabei brauchen wir uns nicht schämen, wenn wir zurückdenken. Die ersten Spiele habe ich jetzt mal in der Pressekonferenz und auch der gegnerische Trainer zur Torwartleistung der anderen Mannschaft gratuliert. Da war der Tom Eimer gut oder auch der Jonas, aber die anderen Mannschaften haben auch gute Torhüter und wir brauchen das. Und beide Goalies machen einen riesen Job. Wir gehen nochmal zurück auf die Eisfläche und genießen den Jubel der Eisbärenfans. Übrigens, der erste Treffer wurde Xaver Tippmann zugeschrieben.